Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur Landwash WM. Wir sind zu Gast. Wie gesagt, wir sind immer noch dran mit Dirt 4. Heute die letzte Folge für diese Woche schon. Oh, es ist schon wieder mittlerweile Donnerstag. Way. Also, es geht schnell auf jeden Fall. Genau, die letzten haben wir ja gewonnen. Also, wie gesagt, den letzten Teil dieser letzten Futter-Serie. Die Bergherausforderung haben wir auch gewonnen. Das Ding haben wir hier schön verkackt. Mit Platz 5 war natürlich leider irgendwie nicht mehr drin. Aber mal schlecht. Das muss ich einfach mal so sehen. Ob das jetzt wirklich in der Landwash WM besser läuft, das sehen wir jetzt auf jeden Fall. Zumindest den Auftakt. Wir haben 5 Rennen, also 5 Runden. Machen wir einfach so. Wir machen Cut. Ich fahre Baja auf Kalifornien, fahre die Hälfte in Nevada, also den ersten auf Nevada. Ich starte dann quasi am Montag mit dem Finale aus Nevada und dann nochmal Baja und Kalifornien, so dass ihr dann einfach quasi halbe habt. Weil sonst dauert das wahrscheinlich zu lange, denke ich mal. Ja, 5 Läufe sind nämlich viel. Bei 4 Läufen haben wir eben gerade auch schon 39 Minuten bei der letzten Folge. Ihr habt das mitbekommen. Also, wie gesagt, werden wir dann heute quasi jetzt das so machen. Gut, wir starten rein mit dem ersten Lauf aus Baja, Mexiko. Auf der Klappenstrecke, die ist relativ simpel eigentlich, die Strecke, aber wie gesagt, das relativ simpel ist natürlich auch immer, ja, ich verleite gerne mal zu Fehlern und schaffe natürlich, dass wir das Problem hinbekommen. Die Strecke ist übrigens 900 Meter lang, besteht aus Sand und wir sind momentan im Servicebereich, aber hauptsächlich. Gut. Glück heute. Gib dein Bestes. So. Gut, da gab es dann ein paar leichte technische Probleme. Herzlich willkommen zurück zu Dirt 4. Und heute mit dem deutschen Rennen. Ich habe mir aufs Spiel noch mit dem deutschen Rennen-Ingenieur geholt. Da wird man sehen, wie das jetzt hinten auf Deutsch. So, hier müssen wir nochmal natürlich den ersten Lauf klar für uns wieder entscheiden. Ich finde das ja mittlerweile. Ja, wie gesagt, wir starten heute in Baja, Mexiko. Da wo wir von den Karte wieder verkackt haben. Aber hier wollen wir mit dem Truck natürlich einiges zulegen. Ist mein eigenes Auto am Start. Vier Runden. Dann kommt auch der Modus wieder. Der gleiche Modus wie auch zuvor. Gib mehr Gas. Du hast in dieser Runde 13. verloren. Das ist kein nicht gut, da ist ein bisschen was rausgekommen. Zu konzentrieren, ich habe gerade einen Kreuzfahrtschiff, ich feiere das gerade so ein bisschen. Letzte Runde, mach alles klar. Doch, wir wollen natürlich ins Finale, liebe Leute, ne? Ins Finale. Also es kann wohl nicht sogar sein, dass das hier alles komplett in eine Folge kommt. Jetzt gucken, wie ich das schneide. Ich gehe noch von 2 Folgen aus, aber wir versuchen uns natürlich alles in einer Folge. Wir holen uns erstmal im ersten Lauf natürlich erstmal den Sieg. So kann man schon mal reinstarten in eine Meisterschaft. Gut, ich werde mir alles ansehen. Viel Glück fürs Rennen. Ja, danke schön. Zweiter Lauf. Also Finallauf hier. 5 Runden jetzt. Bereit. 6 Runden. Cool.
nicht hin heute hier. Aber ich finde es auch gut, dass die Zürcher eine französische Beifahrer ist, der dann quasi auch französisch auch mit dir spricht. Das feier ich. Aber ich habe mir einen deutschen Renningenieur geholt jetzt gerade nochmal. Oder mein Team komplett auf Deutsch umgestellt, damit ich halt wirklich auf Deutscher Komitee kommunizieren kann. Aber da wäre noch ein technischer Direktor auch für die Nachfolgerin, habe ich jetzt nicht deutschen Recht. Habe ich jeweils deutsch. Du hast in dieser Runde ein Zehntel aufgeholt. Naja. Dabei, mein Gott, hätte doch nicht so Kollege. Solange wir auf 1 liegen, ist das wunderbar in Ordnung, alles in Ordnung. Erste Lauf. Wir werden zufrieden sein. Das war gute Arbeit. Klatsch, klatsch, überall kommen noch Autos dagegen. So, wunderbar. Der erste Teil ist gelaufen. Die ersten 25 Punkte wieder auf unser Konto. Teil 2, Kalifornien im Regen. Das macht es aber noch nicht ganz einfach. So, aber die Strecke 1,13 Kilometer lang. Das ist diese Strecke, glaube ich, wo wir uns irgendwas in dem verzettelt haben. So ein bisschen, wo ich dann auf einmal rechts abgebogen bin. Ich dachte mir, Moment, hier sind wir ganz falsch. Aber ja, diesmal wollen wir das so kennen, weil die Strecke ja. Wir kennen die Gott sei Dank, jetzt sind wir halbwegs die Strecken. So. Ja, ihr kennt das, wie gesagt, der Modus ist natürlich klar. Wir müssen wieder unter die ersten 4 kommen. Okay, Augen auf die Strecke. Die Ampel wird gleich grün. Viel Glück fürs Rennen. Dankeschön. Rot, mach dich bereit. Okay, der Start ist erfolgt. Innen und außen.
So, vier Rundchen noch hier wieder an. Ja, wir müssen wieder unter die ersten vier kommen, um dann ins Finale einzuziehen. Aber ihr kennt das nur, erkennt den Modus ja. Und er macht so Laune, weil man muss sich erst qualifizieren, um wirklich den vierten Punkt holen zu können. Hat ja wieder noch einen Qualifizierungslauf, das muss dann noch etwas losgehen. Wir haben in dieser Runde eine Sekunde verloren. Wir müssen schneller werden. Hier habe ich aber alles im Griff hier vorne. Letzte Runde. Macht alles klar. Jawohl, ja. Sind wir dabei. Damit sind wir Finale. Empfehle großen Finale gut hier. Gemacht. Du hast dich für das A-Finale qualifiziert. Das ist immer gut. Das ist gut. Das ist eine gute Information. Gut, dann können wir dann gleich im Teil 2 mit dem Finallauf weitermachen. Das machen wir sofort, wenn er jetzt hier fertig ist mit dem Laden. Gut. Der große Lauf im Finale. Sechs Runden stehen jetzt nochmal an. Das geht gleich los. Konzentrier dich. Wir tun unser Bestes. Wir wollen natürlich das Ding hier gewinnen, klar. Die Ampel ist rot. Welche Überraschung. Mit drei starten wir. Mal da eben kurz vorbei, Kollege. Dann wieder zwei Runden mehr als eben. Aber ich habe genug cool gemacht. Und das macht doch mega Laune hier. Weil du hast, musst wirklich in jedem Lauf was geben. Und kannst du sagen, ah, im ersten Lauf kann ich ein bisschen Piano fahren. Aber im zweiten Lauf muss ich auch noch mal zulegen. Nee, du musst im ersten Lauf schon mit den ersten vier kommen, überhaupt die Möglichkeit zu haben, die dicken Punkte zu holen. Das ist das halt. Das ist wirklich der Reiz an der Sache. Und das gefällt mir auch wirklich. Ich bin jetzt natürlich immer auf den Rallycross gespannt und alles. Also unseren Umwand nächste Woche. Wenn wir das wirklich alles hier heute durchziehen, wahrscheinlich nächste Woche kommen. Dann muss ich Dienstag oder Montag. Ich hoffe, dass es schon am Montag kommt, wo ich diesen Teil hier quasi in einer Folge durchziehen kann. Aber schauen wir mal. Thank you.
mal die Bezeichnung haben. Gib mehr Gas. Du hast in dieser Runde 18 verloren. Ja, 40 Sekunden. Noch nicht perfekt gewinnen. Aber wir haben auch einen Konfort. Eine Sekunde, die ich ihm verloren habe, die ich ihm verloren habe, aber jetzt sind wir auch gut. Runde 4. Zufrieden sein. Das war gute Arbeit. So, ja, ich bin auch nicht so zufrieden. Wieso, wenn ich gewinne? So, let's go. Yes, die zweiten 25 Punkte gehen auch auf unser Konto. Und wir steigen mal auf Level 32. Ass! Und nicht Englisch S, sondern Ass. Gut, wir fangen eventuell, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob wir alles durchziehen. Ich tue mein Bestes gleich, aber ich muss gleich auf die Uhrzeiten gucken. Eventuell fahren wir heute nur den ersten Teil und sehen uns am Montag zum Finale und dem zweiten Teil wieder. Oder wir versuchen es alles in einem Ruck zu fahren. Das werden wir gleich auf jeden Fall sehen. Wie gesagt, volle Strecke fahren wir. 1,15 Kilometer ist diese Strecke lang. Ich finde die ganz cool gemacht auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall was. Ja, wir sind in Nevada wieder mal in USA. Und wollen natürlich auch hier die dritten 25 Punkte auf unser Konto überweisen lassen. Damit hätten wir einen riesen Schritt schon in Richtung das Finale gemacht. Ja, wie gesagt, den Modus kennt ihr. Ganz simpel, wie gesagt, zwei Achtergruppen, wie ihr mal das seht hier gerade. Wir starten in der ersten Achtergruppe. Und ja, die ersten vier jeweils kommen weiter. So, Rennteil.
Okay, lege einen guten Start hin und sichere dir ein gutes Ergebnis. Das wäre wichtig. Der letzte Lauf für heute, für diese Woche. Ja, das war gerade Kapillat. Außen. Die Runde ist durch. 46 Sekunden fahren wir. Das ist natürlich ein bisschen was länger als vorher auch. Finale nach auf jeden Fall. Wir sehen aber das gleich noch sehen oder morgen, am Montag. Muss ich gleich gucken, wie lange die Zeit für diese Folge ist. Ich habe ja keine Lust, mit laufen. Ich fand das ja nicht so total. War Lauf Nummer 1. Erster Platz. Großartig. Gut. Ob wir uns dann gleich im Finale wiedersehen oder am Montag erst, das entscheide ich spontan. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, also, oder vielleicht auch bis gleich. Ne?